Willkommen zurück zu Dark Souls. Wir haben unseren Büchereiausweis geholt und sind jetzt. Nein! Die Folge hätte so gut starten können, wie ich hier erstmal runterfalle, weil ich quatschen und nicht laufen auf einmal kann. Nicht quatschen und laufen auf einmal kann. Alles gut gegangen. Wir befreien jetzt Big Head Logan. Wir haben in der letzten Folge einen Schlüssel gekriegt. Ich glaube jedenfalls, nein, es war nicht der Schlüssel. Okay. Dann befreien wir nicht Big Head Logan. Dann haben wir vielleicht den Schlüssel für oben bekommen. Für diese andere Tür, wo die Schlangenmännchen hinrennen wollen. Auf jeden Fall sind wir low an Estus. Und schauen mal, wo uns das jetzt hier noch hinbringt. Können ja eigentlich auf dem Weg nach oben kurz einen Zwischenstopp machen. Und nochmal den Estus-Vorrat auffüllen. Jetzt kommen wir hier rein. Archivzelle, extra Schlüssel. Extra Schlüssel! War hier nicht auch eigentlich noch ein Gegner drin? Seele, ehrenwerter Ritter. Halt! Ich habe gelernt. Nein, okay. 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 Das Blöde ist, oh, da muss man sich runterfallen lassen. Oder hochspringen. Das Blöde ist bei manchen Items, das könnte immer echt der letzte Rotz sein, aber es könnte halt auch irgendwie was voll Gutes sein. Man weiß einfach nicht, wie man rankommen soll. Ich muss mal hier recherchieren. Da hinten ist auf jeden Fall ein Item. Da müsste man sich eigentlich von hier irgendwo runterfallen lassen können. Gucken, was jetzt alles wieder respawnt. Die Schlangenmenschen respawnen auf jeden Fall. Hat sich das jetzt wirklich gelohnt für die 5S-Düsschen? Okay, aber diese anderen Viecher respawnen nicht. Das ist ja schon mal was. So, jetzt ist die Überlegung. Man könnte sich hier halt irgendwie runterfallen lassen. Da hinten kommt man rein. Na, wer weiß, vielleicht hängen die ganzen versteckten Zellen. Da ist ja auch noch jetzt so über meinem Schild auch noch eine Zelle. Vielleicht hängen die alle irgendwie so zusammen, dass man da mal durch kann. Aber damit werde ich euch jetzt nicht langweilen, das zu suchen. Das schaue ich dann mal nochmal offscreen. Hier sieht es so ein bisschen schön aus. Pass auf, tolle Aussicht. Oh yeah. Du nicht. Ich nehme mal wieder meinen Bogen, meinen Bogen hoch, mein Schild hoch. Ach, das war doof. Fiese ist ja, dass die Gegner, den Gegnern kann es egal sein, dass ihr Bogen kaputt geht. Der Schlossgarten. Wenn man sich selbst Kristallwaffen macht, wir haben uns die angeguckt gehabt, die gab es ja bei dem einen Händler. Die haben ja einen extrem niedrigen Haltbarkeitswert, das lohnt sich überhaupt nicht. Und reparieren kann man die auch nicht, soweit ich das verstanden habe. Boah. Gleich umhauen. Und er portet sich weg. Wo portet er sich hin? Nach da hinten portet er sich. Okay. Hätte man wissen müssen. Au. Ey, dieses Spiel. Ich weiß gar nicht, wo dieser andere Zauberer war. Ich konnte mir den Raum da drüben überhaupt nicht richtig angucken. Aber hier gibt es auf jeden Fall
schleife ich jetzt mal gleich hinter mir her. Hier geht's auf jeden Fall nach unten. Da oben ist der Magier, okay. Dann gehe ich hier nach unten. Ich könnte da nochmal nach fix nach hinten rennen. Ich glaube, ich werde dann aber erstmal den anderen Gang nach vorne laufen. Okay, hier ist nichts anscheinend. Nicht mal ein Fahrstuhl. Okay, da würde ich aber rüber zu ihm kommen auf der anderen Seite. Ach, man kann hier diese... Hoppala. Ein Glück, dass ich nicht nach vorne gucke. Diese Treppen kann man anscheinend drehen. Auch noch eine Kiste? Nee, schade. Hier kann man es drehen, genau. Ah! Ja, danke dafür. Also auf jeden Fall ist das hier ganz schön überrannt mit Gegnern. Und wir haben eine Soft Humanity bekommen schon. Und ich krieg den Pfeil ab. Ja, genau. Danke dafür. Sag mal, ist der zielverfolgend? Okay, sieht aber so ein bisschen aus, als wenn man den hier auch drehen müsste. Hä, wo ist denn der andere hin? Ach, da unten ist der jetzt. Na, dann drehen wir mal den Spaß hier und gucken, wo uns das hinführt. Whee! Gibt's hier coole Items? Komm schon, du weißt doch, da willst du mir coole Items geben. Nein, du willst mir keine coolen Items geben. Auf der anderen Seite war ich ja schon oben. Auch wieder ein Bogenschütze. Hier ist ein Nix. Das ist der Magier drüben. Okay. Anscheinend habe ich beide Treppen gedreht. Rutscht die Treppe runter, du Sacknase. So, jetzt sieht es ziemlich schlecht um uns bestellt aus. Das ist bestimmt Mimik. Nee, ist es nicht. Zauberei, Zauberschild stark. Vielen Dank dafür. Jetzt. Das ist ein bisschen kompliziert. Ah, okay, dann müssen wir wohl doch runter. Also hier oben geht es auf jeden Fall schon mal nicht weiter. Weiß man dann jetzt fürs nächste Mal. Von da kam ich. Wenn ich das gedreht hätte, wäre ich da unten rübergekommen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es da auch was. Okay, ich guck mal, was da drüben ist. Auf der anderen Seite auch gemacht. Da gibt es auf jeden Fall den Flur woanders hin. Ach! Dinger gibt's. Ist das nicht dieser Flur, wo wir gerade eben auch vorher waren? Wo wir hochgegangen sind? Nee, kann ja gar nicht, sonst wären wir hier schon gewesen. Der Onkel redet Quatsch! Danke dafür, da war doch ein Abgrund, ich hab's genau gesehen.
Also doch nach unten. So klar, dass hier noch irgendwo Bogenschütze ist. Ja, laufen wir noch hinterher. Oh, hat der einen Kristallbogen? Langbogen. Ja, wir haben Langbogen. Ich könnte natürlich Humanities nutzen zum Heilen, aber irgendwie widerstrebt mir das so ein bisschen. Und hier ist richtig was los. Das ist aber das, woher wir kamen. Hä? Das war vorher. Ach, hier waren Bücherregale. Okay, dann gehe ich da aber nicht lang, weil das haben wir ja abgegrast. Dann gehen wir doch hier lang. In der Hoffnung, dass wir mit einem Bonfire belohnt werden. Oh, ne, wir werden nur mit elendig vielen Gegnern belohnt. Danke dafür. Das Coole ist, dass die natürlich alle respawnen werden, wenn wir drauf gehen. Cool ist auch, dass ich den Bogenschützen dann nicht treffen kann. Oh, der Bogenschütze ist runtergefallen. Oi! Bonfire! Er lässt alles außer Acht. Okay, den muss man vielleicht anders aufmachen. Damit können wir uns befassen, wenn wir beim Bonfire waren. Okay, jetzt sind natürlich die ganzen Gegner wieder da. Aber gut, so ist das eben. Vor dir Abgrund. Ist das kaputt gegangen? Ach so, so eine Tische. Gesehen, was ich aufgesammelt habe. Kein Geheimpfad. Kein Geheimpfad. Kein Geheimpfad. Kein Geheimpfad. Oh, da ist jemand durchgelaufen. Aber wie komme ich da durch? Aua. Schlüssel. Hm.
Ja, den Schlüssel brauche ich wohl. Ich habe absolut keine Ahnung, wie hier ein Schlüssel aussieht. Ich hätte gedacht, dass vielleicht hier irgendwo. Hast du einen Schlüssel? Muss ich das Teil da drehen, also dieses Treppenteil? Ich hänge fest, ich hänge fest. Ich keine Idee, was ich jetzt machen muss. Ah, okay, mir fällt gerade ein. Da war hier weiter oben ja noch dieser andere Weg. Diese Leiter. Au. Das war da drüben. Letzte von denen kam nicht wieder. Fall die Treppe runter. Du Sacknase da! Müssen wir eben den Bogenschützen ausschalten? Ja, da sieht man meine krassen Ego-Shooter-Skills. Headshot, pass auf! Boom! Voll daneben. Ah, es funktioniert wenigstens. Dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ah, hier ist ein Schalter, okay. Ach, das ist die Leiche. Ich dachte schon, hier ist jetzt gleich dein Gegner. In dem Raum war ich gerade unten, bin ich der Meinung. Genau, brauchst Schlüssel. Nee, Geheimpfad. Okay, da sind wir jetzt schon mal hinter. Was ist hier so? Bücher. Und eine Kiste. Mimik! Kein Mimik. Es wird echt wieder so laufen. Ich schlag eine Milliarde Kisten und dann kommt blauer Brocken. Kommt dann der nächste Mimik. Le Mimik. Wie der gewogene Franzose sagt. Da kommen wir gerade. Das heißt, in die Richtung. Vor dem Monster. Hä? Trinker. Hui, Augenhelm der Kanalisierer. Ah, das sind diese Magier-Dinger. Kanalisierer sind es also. Wenn sie den Kanal nicht vollkriegen.
Tut mir leid. Achtung vor der Truhe. Böse Truhe? Nein, keine böse Truhe. Riesenzähnschlüssel. Ach, der ist für. Da liegt die Kette anders. Vor der Falle. Danke dafür, mein Freund und Nachrichtenschreiber. Verzaubertes Felsch hier. Da ist noch was. Bestimmt noch ein Mimik. Nein, okay. Kristallglut. Damit kann man sich dann wahrscheinlich Kristallwaffen schmieden. Was natürlich voll uncool ist. Was ist das? Pfeil? Nee, Treppe. Ah, das ist ein Scheiter. Okay. Sitzt da wer? Nee, aber da steht jemand. Prismastein, 20 Stück. Die wird man wohl brauchen. Ein Boss-Prismastein-Fight? Da ist ja ein goldener von denen. Ich sehe aber gerade. Ja, die Folge wird wieder zu lang. Also, an dieser Stelle unterbreche ich die Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. In der nächsten Folge werden wir hier Kristallviecher aufmischen im Schlosspark, würde ich es mal nennen. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei beim nächsten Dark Souls Abenteuer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.